Wenn der Anblick der Welt die Philosophen auch zunächst erschreckte, so hätten sie doch, als sie ihre genauen und gleichmäßigen Bewegungen und die feste Ordnung in allem sahen, erkennen müssen, dass es in diesem himmlischen und in diesem göttlichen Haus, dass dort ein Bewohner sein müsste. Mehr noch, ein Herr und Lenker, ein Baumeister, der alles dieses gewaltige Werk und Unternehmen lenkt und leitet. Es hört sich an wie eine Wiederholung der Worte der Lesung, liebe Schwestern und Brüder, aber es ist Cicero, dieser große klassische Schriftsteller, ein Zeitgenosse des Buches der Weisheit. Wir sollten nicht vorschnell einfach sagen, aha, da wurde also voneinander abgeschrieben. Meistens geht das zulasten der biblischen Bücher. Aha, da haben wir also ein Buch gefunden, wo die Bibel wieder alles abgeschrieben hat. Das ist so eine Theorie, die seit 100 Jahren in der Weltgeschichte herumgeistert, die aber durch die Wiederholung leider nicht richtiger wird. Was aber richtig ist, dass das Gedankengut natürlich in dieser Zeit ein gemeinsames ist, wie man über die Welt nachdenkt und zu welchen Schlüssen man gelangt. Da gibt es durchaus große Berührungspunkte, etwa zwischen den Weisheitsbüchern und der damals gängigen Philosophie. Viele Berührungspunkte. Auch das frühe Christentum wurde in den ersten Jahrzehnten nicht als eine Religion angesehen, sondern als eine Philosophie, bis herauf zu Justin dem Märtyrer und noch etwas länger. Was bedeutet, dass man Christ nicht einfach sein kann, indem man sagt, naja, Hauptsache ich bin fromm, aber dumm sein ist nicht schlimm. Dumm sein ist nach Thomas von Aquin Sünde, weil man sich entsprechend seine Möglichkeiten auch zu bemühen hat. Dazu lädt unsere Lesung ein, unsere Vernunft zu gebrauchen, unsere Augen aufzumachen. Wer durch diese Welt mit offenen Augen geht, so fragt verwundert Cicero und so fragt verwundert unsere Lesung, wie kann man am letzten Ende, wenn man darüber nachdenkt, nicht darauf kommen, dass dahinter einer steht, der es lenkt, leitet, der es ins Dasein gerufen hat. Das ist die große Verwunderung, die Paulus am Anfang des Römerbriefs, das haben wir erst vor wenigen Wochen gelesen, auch immer neu erstaunt. Und selbst wenn wir bis auf den heutigen Tag, wenn wir immer sagen, die Wissenschaft entwickelt sich und solche Ansichten haben wir lange hinter uns gelassen, wenn man modernen Physikern zuhört, sie kommen zu dem gleichen Schluss. Dieses gängige Spiel, eine gute Wissenschaft, die braucht keine Religion mehr, ist einfach wirklich dumm. Es gibt eine ganz enge Korrespondenz zwischen beiden. Dazu muss man nicht Physiker sein. Man muss der Einladung der Lesung folgen oder auch der des Cicero. Es gibt nicht wenige große Kirchenväter, die genau über diese Ecke zur Heiligen Schrift hingefunden haben. Wir wissen von Augustinus, als man ihm zum ersten Mal die Bibel gab und sagte, lies darin, das fand er schrecklich, diese unausgekochten orientalischen Geschichten. Was soll er damit anfangen? Er war eine andere Sprache, ein anderes Denken gewohnt. Er hat länger dafür gebraucht, die Heilige Schrift zu entdecken und das in ihm wohnende, lebendige Wort, von dem die Heilige Schrift spricht, von Christus. Und auch Hieronymus, als er zum ersten Mal in den Orient reiste, von ihm wird berichtet, dass er in Antiochia einen Traum hat, einen Albtraum. Er, der sich so bemüht, als Neugetaufter, voller Eifer, Christ zu sein, er wird sozusagen in einer Art Fegefeuer hin und her gerissen und gepeinigt und er fragt ganz entsetzt, was er denn gemacht hat. Und da wird ihm gesagt, du bist gar kein Christ. Du bist Ciceronianer. Was liebst du viel mehr als die Heilige Schrift? Das war ihm eine Lehre. Wir wissen, welch ein großer Bibelgelehrter aus Hieronymus geworden ist. Dennoch ohne diesen Zugang, den er hatte durch seine Bildung, wie bei Augustinus, jemals zu verleugnen. Vernunft und Glaube sind sehr eng miteinander verwandt. Es lohnt sich daraufhin noch einmal, all die Aussagen auch von Papst Benedikt durchzulesen und durchzustudieren, um diese enge Beziehung und Verwandtschaft zu entdecken. Denn der Urheber der Schönheit hat alles geschaffen. Sich ihm zu öffnen,
Wenn man ihn wirklich sucht, ist der erste Schritt, mit offenen Augen und wachem Verstand durch diese Welt zu gehen.